Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich habe endlich auch das neue Update von Pixelgun 3D. Die Android-Spieler haben es ja schon länger, die iOS-Spieler haben es jetzt endlich bekommen und die Amazon-Spieler müssen leider noch etwas warten. Aber heute möchte ich heute mal zeigen, was das neue Update so kann, was es so mit sich bringt und ja, wie ich es so finde. Und ja, ich hoffe, ihr diskutiert da auch fleißig in den Kommentaren mit über das neue Update, wie ihr das so findet, was ihr besser machen würdet, was ihr richtig gut findet. Ich habe beide Sachen, ich finde manche Sachen richtig gut umgesetzt von Pixelgun und bei manchen Dingen denke ich mir so, naja, das hätte besser gehen können. Aber schauen wir uns zuerst mal den Facebook-Post von Pixelgun 3D an und ja, apropos Facebook, ihr dürft gerne meine Facebook-Seite auf Facebook liken, einfach dann die online suchen, da findet ihr sie schon. Aber egal Leute, wir wollen heute schauen, was das neue Update so mit sich bringt. Und ja, ganz vorne steht schon New Game Activity Brawl und da schauen wir gleich mal rein, denn das ist so eine neue Spielaktivität, ich will es nicht Modus nennen, aber es werden immer einige Maps herausgesucht, die einen ja, speziellen Modus bekommen, um das Ganze interessanter zu machen. Ich finde es persönlich ganz cool, denn man bekommt auch spezielle Belohnungen, wenn man diesen Game-Modus spielt und das macht das Ganze dann schon sehr interessant, muss ich sagen. Wenn man hier zum Beispiel auf den gruseligen Freizeitpark geht, steht hier Event endet in 11 Stunden, das heißt, es ist immer zeitlich begrenzt. Und hier darf man zum Beispiel keine Gadgets benutzen. Hier steht aber auch Gerät nicht verfügbar. Wieso heißt es nicht einfach Gadget auch auf Deutsch? Denn wir nennen es ja auch Gadget hier auf Deutsch. Und das zweite, wieso heißt es auf Deutsch Prügelei und nicht auch Brawl? In jedem anderen Spiel heißt es Brawl und nein, in Pixelgun heißt es wieder Prügelei. Da merkt man wieder, dass manche Übersetzungen bei Pixelgun 3D einfach automatisch passieren und dort im Hintergrund keiner sich was denkt. Aber na gut, Prügelei. Wieso? Wieso Prügelei? Wie findet ihr den Namen? Was findet ihr besser? Prügelei oder Brawl? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare und das gleiche auch für Geräte oder Gadgets. Hä? Wieso auf einmal Geräte? Und ja, nicht vergessen, hier auch einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefällt. Hier finde ich das nicht so interessant, aber wenn wir hier auf die Mafia-Villa klicken, da wird das ganz interessant, denn hier gibt es gleich drei Dinge, die hier anders sind. Zum Beispiel Haustiere nicht verfügbar. Ja, mein Einhorn hat mir schon viele Kills gebracht, ist hier leider nicht verfügbar. Dann kein Ausstattungsbonus, das heißt, wenn man jetzt Stiefel angelegt hat, die Doppelsprung können oder höher springen, nö, kann man hier nicht. Auch der Mech hat keinen Doppelsprung, was ich ziemlich komisch finde. Und ja, es sind nur Waffen aus Primärzusatz- und Nahkampfkategorie verfügbar, was auch sehr spannend ist, denn ja, man hat da keine Einschuss zur Verfügung oder auch keine Solarkanone. Und das kann dann schon mal, ja, interessant werden, besonders wenn man auch keinen Ausstattungsbonus hat. Aber man bekommt dann auch spezielle Belohnungen, wenn man hier die Prügelei spielt. Man bekommt hier zum Beispiel 2 Edelsteine für den Sieg und 10 Schlüssel für den Sieg im Modus, also für den ersten Tagessieg. Und da lohnt es sich dann schon, das mal zu spielen. Und wir gehen da gleich mal rein, denn ich möchte die 10 Schlüssel haben, denn dann können wir ein paar Kisten öffnen. Ja, es gibt auch einige Veränderungen bei den Waffen. Viele von euch haben mir auch in die Kommentare geschrieben, es gibt jetzt Fallbonus und das bin ich ja richtig mal gespannt. Schauen wir mal, wie es mit dem Fallschaden, nicht Bonus, Schaden aussieht. Also wenn ich da runterspringe, okay, hier war wohl zu niedrig. So, steht 17:17, wir sind hier mitten ins Game eingestiegen. Ich will ja nur den Sieg. Wow. Wieso bin ich so langsam? So bin ich so langsam. Come on. Da ist irgendwo ein Gegner. Aha! Verdammt, Leute. Mit dem Dinosaurier-Töter, der liebe Pro hat mich hier gekillt. Aber, na gut. Wir haben noch 55 Sekunden. Unser Team ist vorne. Wir haben schon eine Kill-Unterstützung eingesackt. Yes! Was? Nur eine Kill-Unterstützung? Come on, das war mein Kill. Das war mein Kill. Und ja, es ist wirklich sehr ungewohnt für mich, wenn ich hier nicht Meter hoch springe und dann auch nur einen Doppelsprung ausführen kann. Denn ihr wisst ja, ich bin normalerweise das ganze Game lang am Springen und hoffe irgendwie einen Kill zu bekommen. Aber hier nicht möglich. So, bekomme ich hier jetzt einen Fallschaden? Schauen wir mal. Nö. Hm, vielleicht haben sie dann doch wieder weggemacht, weil sie so viele aufgeregt haben. Also, so wie ich mitbekommen habe, haben sich sehr viele aufgeregt. Yes, so. Jetzt haben wir aber den ersten Kill. Das war sogar ein Kopfschusskill. So, da oben läuft auch einer rum. So, 9 Sekunden noch und wir sind 3 Kills vorne. Normalerweise sollte das reichen, um hier den Sieg zu erwischen. Komm schon. 2, 1.
Yes, 30 zu 26. So, Teamkampf 5 Spiele hintereinander spielen. Habe ich somit geschafft. Und wir bekommen jetzt 10 Erfahrungspunkte, 11 Schlüssel, 2 Münzen, 2 Edelsteine, eine Medaille und einen Kredit. Also man bekommt hier schon eine sehr, sehr geile Belohnung, muss ich sagen. Deswegen lohnt es sich schon zu spielen. Und ich finde, es macht das Ganze so interessant, wenn man zum Beispiel keine Gadgets benutzen darf, wenn man ja keinen Doppelsprung machen kann. Denn ja, irgendwie lernt man so auch besser das Spielen und man muss sich etwas umgewöhnen. Man muss sich auch etwas umgewöhnen. Aber na gut, ich würde sagen, mit den 11 Schlüsseln öffnen wir hier gleich mal ein paar Truhen, denn das Event ist ja noch immer da, dieses Halloween-Event. Und da oben gibt es sie. Ja, wir haben 20 Schlüssel, das heißt, wir können. Und eine gratis ist auch verfügbar. Können wir hier gleich mal reinschauen. Aber in der Zwischenzeit machen wir hier auch wieder mal das Facebook, den Facebook-Post auf. Ich mache das hier etwas kleiner, dann können wir hier beides auf einmal genießen. So. Ja. Den Brawl-Ding haben wir ja schon besprochen. Das ist alles nur, was da drinnen ist. Ja, extra. Better Controls, von denen habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Also die Steuerung soll verbessert worden sein. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Ich merke auch im Spiel keinen Unterschied. Ich glaube, es ist etwas die Empfindlichkeit vom beim iPhone geändert worden, aber nur gut. Und dann steht auch noch Improved Anti-Cheat Protection. Also, dass jetzt weniger Cheater im Spiel sein soll. Ich habe vorhin auch nicht mehr viele Cheater bemerkt, aber na gut, wenn sie das jetzt eingeführt haben und wenn es auch richtig funktioniert, finde ich das ziemlich cool. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und we also reduce the fall damage. Okay, hier haben wir schon, sie haben den Fallschaden wieder ja, reduced, also weniger gemacht. Vielleicht meinen sie das auch einfach nur im Battle Royale. Keine Ahnung, weil irgendwie haben wir gerade keinen Fallschaden gesehen, wie ihr bemerkt habt. Aber na gut, aber was sie nicht, was sie hier nicht geschrieben haben, aber verändert haben, sind die Waffen. Zum Beispiel hier hat mein Ultimatum auf einmal nur noch eine Effizienz von 29. Das letzte Mal, wie ich gespielt habe, vor dem Update, hatte sie eine Effizienz von 32 und die Effizienz geht jetzt bis 45. Eine Effizienz bis 45 und das ist schon krass, denn es ist extrem teuer, das Teil zu verbessern. 30 Juwelen plus nochmal 5 für das Beschleunigen, was man ja nicht muss. Es wird nur um eines besser. Es wird nur um verdammt einen Zähler besser und das ist schon richtig, richtig krank, Leute. Und um das jetzt auf 45 zu verbessern, ja, das sind ganze 16 Level. 16 mal 30 sind 30... 300 und dann nochmal 180, sind ganze 480 Juwelen. Ich meine, ich könnte es mir leisten, aber irgendwie ist es mir da wirklich schade, um die ganzen Juwelen, die so rauszupulvern. So Effizienz 34 muss genügen, Leute. Denn zum Beispiel meine Zusatzwaffe der Donner, da hat sich nichts verändert. Der ist auf 42 Effizienz geblieben. Keine Ahnung wieso, denn der war ja vor dem Update schon voll und das Ultimatum war auch vor dem Update schon auf volle Effizienz. Was da verfügbar wird. Ich meine, die Range von Effizienz wurde jetzt vergrößert, was ich eigentlich ganz cool finde, dass jetzt dann noch mehr Unterschied zwischen den ganzen Waffen ist, aber na gut, ich habe den Donner ja auch vorhin schon abgelevelt, bevor das Update kam. Den habe ich ja auch nicht mit voller Effizienz bekommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich davon halten soll, Leute. Das ist das, was ich nicht so cool finde. Zum Beispiel auch das Beast hat hier jetzt eine Effizienz nur von 27 und vor dem Update hatte sie 32. Da die Ranger jetzt auf 45 erhöht worden ist und das noch schlechter gemacht worden ist. Keine Ahnung. Okay. Gut, dass sie aber ein paar Waffen hier angepasst haben. So, den Piraten müssen wir auch noch auf 45 upgraden, obwohl der vor dem Update schon auf Max war. Ja, aber ich meine ja, es hat jeder den gleichen Vorteil, Leute. Es wurde ja bei jedem das wieder verschlechtert. Und man muss ihn wieder aufleveln. Und das ist übrigens hier free, deswegen machen wir das auch. Aber, ja, das ist schon etwas komisch, dass jetzt manche Waffen, wo man sich gedacht hat, yes, ich habe da eine mega starke Waffe, jetzt verschlechtert worden ist. Und ja, man muss sich jetzt an die Effizienzen gewöhnen, dass es bis 42 geht, sogar 45 hier beim Ultimatum. Das muss dann bestimmt eine richtig OP-Waffe sein, weil 45! Sind, glaube ich, wirklich alle mythischen Waffen sind jetzt bis 45. Und die legendären, glaube ich mal, bis 42, so wie ich das hier irgendwie so herausgefunden habe. Ja, okay.
gut eigentlich, dass sie jetzt das besser eingeteilt haben, aber irgendwie auch komisch, dass man das wieder neu aufleveln muss. Keine Ahnung, wie findet ihr das? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich möchte da wirklich gerne mit euch diskutieren. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Match, oder? Wir spielen jetzt noch ein Match und zwar in der Geisterstadt. Hat ja auch die Prügelei. Bitte, Pixelian, nennt es um zu Brawl. Kopfschaden mal 3. Das ist krank. Nur Waffen aus Zusatz, Nahkampfkategorie sind verfügbar. Okay, das macht natürlich dann den Kopfschaden mit mal 3 auch etwas schwieriger, aber mit dem Donner auf alle Fälle möglich. Mal 2 Trophäen für den ersten Sieg, keine Niederlagsstrafen und 50 Trophäen für den Sieg im Modus. Nice, und dann auch noch mal 2. What? Da bekommt man ja richtig viel und ich habe auch noch den VIP-Bonus. Richtig krass. Also ich muss hier unbedingt gewinnen, Leute. Wir müssen hier unbedingt gewinnen, um hier richtig fett abzusahnen mit den Pokalen. Ja, da schaffen wir es ja dann easy wieder über die 4000, wenn man da jetzt so leicht an die Pokale kommt. Denn man bekommt ja auch keine Niederlagsstrafe. Man bekommt auch keine Strafe für eine Niederlage. Finde ich schon richtig cool. Ich will hier auch keine Kisten auswählen, weil wenn ich jetzt eine Kiste auswähle, dann der Countdown wird dann wieder resettet und beginnt bei 0. Aber ja. Also nicht bei 0, sondern bei 30. Das muss dann wieder runterzählen. Und das ist mir jetzt zu viel Zeit. Das ist mir jetzt wirklich zu viel Zeit. Ja, wir haben hier auch schon wieder alles durch, Leute. War ein kleines, aber ein feines Update, muss ich sagen. Ja, wenn sie auch die Steuerungen immer weiter verbessern, ist das schon richtig, richtig cool eigentlich. So, wir müssen natürlich schauen, dass wir hier einen Kopfschuss irgendwie hinbekommen. Er hat mich schon mal getroffen. Er hat mich schon mal getroffen. Komm schon! Na gut, dann eben so. Yes! So, eliminiere 10 Tiere. Aber ich habe auch den normalen Kit. Ich habe ihn auch eliminiert. Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Aber wenigstens sind hier die Gadgets erlaubt. Wo? Alter, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Dann muss ich hier schnell rein in ein Häuschen. Wenn ich ihn nicht sehe. Ah, da ist er. Komm, Nahkampf. Mit Ying und Yang. Können wir den vielleicht killen? Oder auch nicht? So, er ist draußen. Ich höre was. Ich höre was, aber ich sehe ihn nicht. Komm schon. Ich will dich killen. Wo ist er? Wie jetzt? Wie jetzt? Ja, der Typ hat halt auch... Ah, da hinten ist er. Er hat halt auch eine sehr vorteilhafte Kleidung für diese Map. Yes! Mecha-Kill für den Dämonen-Kill. Okay. Okay. Der ist nicht schlecht für das, dass er wirklich nur... Ah, okay. Yes! So, Nemesis. 2:2 steht es. Und wir können uns jetzt in den Mech verwandeln. Wie jetzt? Wie? Wie hat er das zustande gebracht? Wie hat er wirklich das jetzt zustande... Kampf? Yes! Da haben wir den Kill. Und normalerweise, wenn ich mich jetzt irgendwie verstecke und schaue, dass er mich nicht mehr killt, sollte ich gewonnen haben, weil ich eben... Uah, er hat mich hier irgendwo... Komm, komm, komm! Nein! 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 Ach komm! Das war jetzt nicht geil! Nein! Ah! Nein! Oh, schade! Es hat sich nur noch um Sekunden gehandelt. Ich hätte gerne die fette Belohnung gehabt. Ich hätte wirklich gerne zweimal für den ersten Sieg keine Niederlagsstrafe und ja, die haben wir sowieso und 50 Trophäen für den Sieg im Modus. Nein, aber na gut, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, würde mich auf alle Fälle freuen. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich auch sehr über den Aufwand freuen und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schauen wir mal, ob Pixelgun hier seine Sprache etwas ändert, denn von mir aus könnte das auch Brawl heißen. Ich habe keine Ahnung, wieso sie jetzt meinen, das muss Prügelei heißen und wieso die Geräte sowieso Geräte hier heißen. Und ach ja, hier heißt es übrigens Gadgets, Leute. Hier heißt es Gadgets und nicht Geräte, deswegen finde ich es sehr verwirrend, dass es draußen Geräte heißt und hier Gadgets. Kommt schon, Pixelgun. Was macht ihr nur? Ja, Leute, vielen, vielen Dank. Auf alle Fälle ein gutes Update. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Glocke aktivieren, damit ihr dann das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.